Hallo zusammen, hier ist der bärtige Björn und wie ihr seht, gibt es mal ein wenig Commentary zu Black Ops 2 Gameplay und diesmal nicht einfach nur meine Live-Sessions, zu denen ich auch noch gleich kommen werde, da gibt es nämlich eine kleine Änderung. Nein, es gibt jetzt nachkommentiert Black Ops 2 Herrschaft auf Hijacked. Mal sehen, ich benutze die MSMC mit, ist jetzt lustig, weil jetzt muss man wirklich immer die Klasse sagen, damit man weiß, was benutzt wird, mit einem Reflexvisier und ich glaube noch irgendwas. Ich weiß aber nicht mehr was. Mit diesem Laserpoint oder sowas. Genau. Dann meine Killsticks sind der Quad Rotor, der Tarnhelikopter und der Lodestar. Und was kann man noch so erzählen zu den. Also meine Perks, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht mehr. Keinen Plan, aber ich glaube, es waren drei Perks, also eins aus jeder Klasse. Und dann habe ich noch die Schockladung dabei, die sind sehr, sehr geil. Diese kleinen Dinger, aber die kommen auch gleich noch zum Einsatz. Hier habe ich zum Glück schon den ersten Dragonfire. Oh, Junge, das Ding moscht ja. Also, was heißt es moscht? Wenn man nicht gleich abgeschossen wird, ist das super, super lustig, aber es verträgt halt überhaupt nichts. Also hier die zwei Kerle zum Beispiel, die werden kurz mal weggehauen. Aber dann werde ich gleich runtergeschossen. Aber sonst ist der Dragonfire wirklich lustig. Ist zwar nicht das Überbeast, aber macht echt Spaß zu benutzen. Ja, genauso wie der Tarnhelikopter. Also der macht richtig viele Kills sogar. Man kann ihn halt nicht selber benutzen. Und dann komme ich nachher noch zum Lodestar, also das ist ja nur noch krass, das Ding. Aber das werde ich gleich noch klären. Was ich jetzt noch kurz zu den Live-Sessions sagen wollte, ich werde das jetzt schon beenden nach zwei Teilen und aus dem einfachen Grund, weil es für mich ewig dauert und ich einfach nicht die Zeit dazu habe, das zu rendern und hochzuladen, weil mein PC ist ein kleines Stück Kacke, braucht ewig, um das ganze Ding zu rendern. Also und dann noch zum Hochladen dauert es nochmal mindestens genauso lang, weil mein Internet genauso scheiße ist wie mein PC. Bedeutet, dass ich da viel zu lang beschäftigt bin, um da ein Video hochzuladen davon. Also weiter, ich habe jetzt zwei hochgeladen, aber ehrlich gesagt habe ich da einfach keine Lust mehr drauf. Und da ich ja jetzt nicht die Mörder-Viewer habe, werde ich das auch nicht weitermachen. Also ich hätte es auch so nicht weitergemacht. Das ist einfach nicht lustig, da die ganze Zeit so zu warten. Und deswegen werde ich das schon beenden und mehr so Gameplay bringen. Und jetzt habe ich hier den Lodestar. Und Jungs, oder Mädels, ich weiß nicht, ob Mädels das hier schaut. Das ist ja so geil, das Teil. Also das ist mit Abstand mein Lieblings-Killstreak bisher. Das ist eine Reaper praktisch. Auf Crack, Heroin, Dope, Speed, ACP, Hash, Gummibärchen, was weiß ich noch alles. Junge, also das Ding moscht ja nur noch alles tot. Und hier sieht jetzt so aus, als ob ich eine Menge Hitmarker kriege, aber das stimmt nicht, das sind alles Kills. Da seht ihr unten immer, da immer, wenn das kleine Schildchen unten eingeblendet wird, das sind immer Kills. Also, da kriege ich Kills mit dem Ding, ohne Ende, und ich erreiche den im Spiel nochmal. Also am Ende bin ich irgendwie bei 59, 7 oder so, was ganz okay ist. Ist jetzt nicht der absolute Mörder-Score, aber ich würde sagen, das ist schon echt gut so früh im Spiel. Das kann man schon mal so stehen lassen. Hier die Schockladung übrigens sind auch super geil, das sind meine absoluten Lieblingstaktikgranaten. Und die Type 25, also ich benutze hier meine zwei Lieblingswaffen, die meiner Meinung nach die besten Waffen in ihrer jeweiligen Kategorie sind und die besten Waffen im Spiel. Die Type 25 und die MSMC, also momentan kann ich mal so viel dazu sagen, weil ich meine, man kann ja jetzt noch ein wenig über Black Ops 2 aussagen, aber so ein paar Sachen kristallisieren sich langsam raus. Und ich glaube, die MSMC ist die neue MP7. Also ich habe da noch nicht mal alles frei, ich habe da noch nicht mal wirklich alle Möglichkeiten ausgeschöpft mit dem Ding. Und also ich mag das Ding wirklich gern, hat praktisch keinen Rückstoß, riesige Reichweite, feuert verhältnismäßig ganz so, also feuert schnell genug. Die ist wirklich geil, auch die Scorpion, die habe ich jetzt noch nicht frei. Ich bin jetzt Level 34, glaube ich. Die kriegt man irgendwie auf 48 oder so. Die ist richtig horny. Also, da muss ich mal Kategorie richtig für horny wieder auspacken. Die Scorpion, Junge, Junge, die heizt da durch die Gegend. Mit der moscht man ordentlich was weg. Also, die kann ich auch nur empfehlen. Also, MSMC. Also, okay, sagen wir es anders. Ich kann eigentlich viele Waffen empfehlen. Es gibt nämlich keine, also bisher noch nicht, ist mir noch nichts aufgefallen, was wirklich voll Konkurrenz unfähig ist. Also es gibt bisher noch keine Waffe, in meinen Augen, wo ich wirklich sage, da hat man überhaupt keine Chance, dass irgendwie, es gibt keine PM9 oder sowas bisher. Also sind alle ganz okay, alle ganz lustig, spielen sich alle ganz gut, aber da muss man natürlich auf der anderen Seite sagen, sie spielen sich auch alle sehr ähnlich. Also die Waffen bisher, was mir so aufgefallen ist, so MP7 und Vector, fühlen sich doch schon sehr ähnlich an, finde ich. Also ich weiß nicht, ob mir das so gefällt. Aber ich werde mich mal noch nicht komplett festlegen hier, weil ich habe noch nicht viele Stunden. Ich habe jetzt 5 Stunden oder so. Und ich werde da jetzt noch kein
endgültiges Urteil fällen. Ich werde mein endgültiges Urteil mit Phaseron zusammenfällen, habe ich glaube ich schon mehrmals gesagt. Irgendwie in der Woche oder so werden wir das wahrscheinlich mal machen, wenn wir beide gut viel Zeit schon drin haben. Hier ist jetzt Halbzeit der neue Knick im Herrschaftsgameplay. Ich weiß auch nicht, ob mir das so gefällt. Also erstens, ich meine, theoretisch kann man ja sagen, okay, wenn es jetzt da irgendwie ein einfaches Spawn-Trap gibt oder so, hat man eine Chance rauszukommen und kriegt einen neuen Versuch sozusagen. Aber erstens finde ich, wenn man in das Spawn-Trap reinkommt, ist man selber schuld, weil man ja einfach Pech gehabt hat und B nicht bekommen hat. Und zweitens, wenn die Gegner schlau sind, die einen in das Spawn-Trap haben zum Beispiel oder die bessere Seite haben, dann bauen die sich ihre Killstreaks auf, heben zum Beispiel eine auf für den Neustart der Runde, moschen dann alle weg und haben wieder dieselbe Situation. Also, ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Auch dieses, dass man, also bei mir werden so viele Spiele gehen nicht zu Ende. Ich weiß gar nicht, ob dieses Spiel hier zu Ende geht. Doch, ich glaube, das geht. Nee, das glaube. Nein, ich glaube, das geht auch nicht zu Ende. Ich glaube, das endet irgendwo bei 170 zu 170 oder so. Das ist einfach. Ich mag das nicht. Gefällt mir nicht, dass da Spiele so halb fertig dann sind. Aber ansonsten, Herrschaft, werdet ihr wahrscheinlich noch mehr sehen. Also, ihr werdet praktisch nur Teamspiele sehen, weil ich habe ein bisschen frei für alle gespielt. Und das ist ja so frustrierend am Anfang. Also, wenn man die Maps einfach null kennt und. Ich weiß nicht, also, frei für alle fühlt sich einfach so komisch an. Weil die ganzen hohen Killstreaks sind halt wirklich hoch. Also, ich meine, bei MW3, wenn man da eine hohe Killstreak haben wollte, braucht man, was weiß ich, was gab es denn da für hübsche Killstreaks? Payflow ist so 12 oder so und da baut sich das auch alles gegenseitig auf. Also, das war überhaupt kein Problem. Und hier sind so die richtig guten Fangen so ab 14 Kills an oder so, und die muss man sich halt in frei für alle wirklich nur mit Kills holen. Und das ist schon echt, also das ist schon echt lang. Und so von den Maps her, ich weiß nicht. Also ich meine, über Spawn-System und so weiter kann ich so noch kein endgültiges Urteil fällen. Ich würde sagen, das ist bisher ganz okay. Also in Herrschaft und so weiter ist mir noch nichts mega krasses umeinander spawnen aufgefallen. Aber in frei für alle, ich weiß nicht, plötzlich steht einfach wieder einer hinter dir, der irgendwie um die Ecke gespawnt ist oder so. Aber wie gesagt, da werde ich noch nicht final entscheiden. Vielleicht werde ich es ja auch noch ein bisschen weiter ausprobieren. Aber ich spiele das jetzt auch sehr viel mit Freunden. Das ist nämlich auch noch ein Punkt, der mir auffällt ist. In Black Ops 2 habe ich ja nicht die. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt schon mal erzählt habe. Habe ich ja keine Endkill. Also diese Überkill-Streak. So eine Warp oder eine Nuke. Sowas gibt es da ja nicht. Ich meine, okay, es gibt den Swarm, der bei 1900 Punkten ist. Aber erstens wären das nur 19 Kills. Höchstens. Und zweitens, wenn man da ein paar Flaggen einnimmt und dann währenddessen noch Kills, dann ist man irgendwie bei 12 Kills oder so. Also das ist einfach nicht diese Überkill-Streak. Und ich meine, das Swarm, der killt schon ganz schön. Also der Junge, da, wenn du da nicht mindestens 10 Kills machst, dann läuft irgendwas richtig schief. Aber ich weiß nicht, durch dieses Fehlen dieser endgültigen oberen Killstreak für den Einzelspieler. So, da finde ich, macht alleine spielen nicht so viel Spaß. Und ich werde jetzt hoffentlich mehr mit Freunden spielen. Also ich hoffe, dass die das weiterspielen werden. Mit mir. Und dann werden wir weiter Herrschaftsgameplay sehen. Das ist auch ein bisschen Wettkampf von MW2 und MW3 ja praktisch nur frei für alle. Also ein bisschen Teamverteidiger zwischendrin. Ich glaube, ab und zu war auch mal Herrschaft dabei. Aber größtenteils war es wirklich nur frei für alle. Und dann kommt es auch wieder mal ein bisschen mehr Abwechslung auf meinen Kanal oder auf unseren Kanal. Auf diesen Kanal der Nordianer. Und da könnt ihr euch weiter drauf freuen. Also ich werde Black Ops 2 auf jeden Fall weiterspielen. Ich habe jetzt eh nicht viel anderes, was ich zu zocken werde. Also, da werdet ihr noch eine Menge Black Ops 2 sehen. Das ist das einzige Spiel jetzt mal für die nächste Zeit, das ich spielen werde. Und da dürft ihr euch, wie gesagt, drauf freuen. Ich werde noch mehr Informationen sammeln und dann irgendwann das Finale, das Urteil mit Phaseron fällen, dass ihr euch dann bestimmt bewundert. Und übrigens, wieso? Also ich glaube, ich habe jetzt in den letzten 2 Tagen 2 oder 3 Abonnenten dazu bekommen. Meine Frage wäre, wieso? Es sind jetzt 34 Abonnenten insgesamt. Also der Kanal besteht jetzt, sagen wir mal, so richtig seit Januar oder so, also fast ein Jahr lang. Und jetzt plötzlich innerhalb von 2, 3 Tagen kommen plötzlich 3 Abonnenten. Also erstmal, wie habt ihr meine Videos überhaupt gefunden? Das frage ich mich schon. Aber das ist auch wurscht. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr da seid. Ihr werdet hoffentlich tolle Videos von mir sehen dürfen. Und hoffentlich bleibt ihr auch ein bisschen dem Kanal treu und helft mir weiter zu wachsen und meine haarigen Botschaften zu verbreiten.
Also jetzt ist Gameplay gleich zu Ende. Ich habe zweimal den Lodestar, die Reaper auf Crack und die ganzen anderen Drogen, die ich jetzt nicht nochmal aufzählen werde. Zweimal erreicht. Black Ops 2, wer es sich nicht geholt hat, Leute, ist wirklich lustig. Kann ich nur empfehlen, macht echt Spaß, wie jedes Call of Duty halt. Und naja, das war's eigentlich schon. Mehr habe ich nicht zu sagen. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, nicht vergessen, stutzen und nicht rasieren.